failed me for the last time. Willkommen zur Show. Willkommen zur Star Wars Show aus dem Wohnzimmer. Star Wars Community Wohnzimmer. Während ich jetzt hier hinten einspiele, weil ich mit euch über den neuen Han Solo sprechen möchte. Ich habe mir auch schon extra Hemd besorgt, so wie die das da tragen. Das Gelbe habe ich noch nicht gefunden mit dem großen Umschlag. Also dieses hier, so gezacktes, was man da jetzt bei Han Solo trägt in diesem Star Wars Film, habe ich mir extra besorgt. Total komisch geschnitten. Muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. Aber egal. Han Solo kommt. Ich versuche euch da auch einzuspielen. Ich mache heute mal Direkteinspielung über Chromecast. Wer Chromecast hat, kann ja auch streamen, kann alles mögliche reinwerfen, weil viele gefragt haben, die jetzt zum Beispiel ein S8 haben, was ist das für ein Symbol? So eine Art Rautensymbol, so ein Viereck oder Rechteck, aussieht wie so ein Fernseher mit Streaming. Das Streaming, dieses blaue Zeichen in euren Smartphones oder sonstigen Computern, bedeutet, dass man sowas machen kann. So, diesmal habe ich vor, Direktschaltung zu machen, und letztens habe ich festgestellt, dieses Streaming war nicht so sauber. Hier laufen genügend Maschinen, einer als Teleprompter und einer hier, der streamt. Und da ich nicht sehe, ob es da hinten wirklich streamt, ob das da hinten auch richtig ankommt, muss aber leider feststellen, dass Kamera und Fernseher bzw. Flat nicht synchronisiert. Das ist ein GVC und das ist ein, was ist denn das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Aber egal, ich gucke dazu selten auf diesem Gerät. Ich habe zu viele. Ich habe LG, GVC und Panasonic und wie die alle heißen. Und nächstes Mal kommt BenQ dazu. Das hier ist, wer ist er denn hier? Ein Lenovo. Also alle Firmen sind hier vertreten, um daraus möglicherweise eine Show zu machen. Community Wohnzimmer Star Wars wurde gefragt. Können wir nicht? Ja, natürlich können wir in einem richtigen Wohnzimmer tolle Filme sehen auf riesen Leinwand. Kein Thema. Muss ich nur dann machen. Also ich muss einen Raum frei, damit auch wir in der Community uns hin und wieder treffen und dann solche Filme uns anschauen können. Aber worauf ich hinaus möchte, ist das Interview mit JJ und Catherine, wo beide eiskalt sagen, dass das vorbei ist mit Star Wars. Ihr könnt euch auf Kopfstellung rausschreien. Und ich versuche mal, ihn hier jetzt rüber zu basteln. Ich will hoffen, dass er da drüben ankommt. Da ich jetzt nichts sehe, versuche ich das dann über diese Sachen hier einzuspielen. Was jetzt im Moment nicht so läuft. Ich versuche das Bestmögliche zu finden, damit wir eine gute Kommunikation haben. Jetzt momentan ist, also letztes Mal alles einfacher, da war das von da aus gesteuert. Hat euch aber nicht, habt ihr nicht gemocht, aus welchem Grund auch immer. J.J. Abrams sollte Late Night Show bei Stephen Colbert kommen, da sind sie. Ja, jedenfalls hat er von sich gegeben, dass er mit Amerikanischen natürlich, nicht mit uns Europäern, gesprochen hätte, dass die jungen Leute Neues sehen wollen, die wollen das Alte nicht mehr und so weiter und so fort. Deswegen macht J.J. Abrams alles neu. Und Catherine macht mit. Catherine sagt eiskalt, George Lucas ist tot. Die Sache ist tot, die weißen Männer am Set ist vorbei. Ja, die Herrschaft des weißen Mannes am Drehort ist vorbei. Jetzt sind die Frauen dran, bis zu 50% sind schon dabei. Ist nichts Negatives, finde ich gut, ist okay. Ich finde alles gut, was die da machen. Ich möchte nur eins klarstellen, jawohl, ich möchte eins nur klarstellen, dass, wie gesagt, Catherine Kennedy und J.J. Abrams jetzt das Sagen haben, Catherine sowieso. Nur sie hat das Sagen und nur sie wird uns sagen, wie es lang geht oder wo es lang geht. Worum es jetzt überhaupt gegangen war, ist und bleibt, dass eine Darstellerin gesucht wird, 50 Jahre alt, Mara. Na? Für Mara. Mara Jade Skywalker. Viele sind und wissen, worum es geht bei Mara. Jade, Luke Skywalker, Frau Mara Jade. Wie gesagt, es wird gesucht. Was daraus soll, weiß keiner. Ich bleibe jetzt aber erstmal hier bei Han Solo. Mal gucken, ob ich den gut hinkriege da hinten, Han Solo. Han Solo. Nehmen wir mal einen deutschen Trailer, ihr hört eh keinen Ton. Ich werde jetzt alle mal nach und nach da reinjagen.
und übermitteln. Und dann wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ich stoppe jetzt erstmal die Sendung und fahre dann die nächste Sendung hoch. Und zwar Solo Star Wars Story. Ich werde mir diese Kluft besorgen. Ich werde auch so eine Schaufensterpuppe zusammenbauen. Wie gesagt, es dauert ein paar Sekunden, müsste gleich kommen. Solo Star Wars geht los. So, ihr seht, dass alles live ist. Ich mache so eine Art Live-Chat und ich werde jetzt gleich einen tollen Trailer bzw. eine Sendung daraus machen. Star Wars Fan Community Wohnzimmer. Und da, so soll das. Deswegen hatte ich mir das so ausgedacht. Deswegen hatte ich auch letztens den Stream euch gezeigt. Wie gesagt, dass die Qualität leider manchmal nicht so gut ist, ist leider schade. Aber mittlerweile bin ich ehrlich, ich habe mich so sehr an Han Solo, die neue Story, gewöhnt. Ich habe mich wirklich durch Amerika durchgegraben, habe mir die Live-Aufnahmen angesehen von Kollegen, die dort waren und gefilmt haben, des neuen Star Wars Resorts. Das neue Star Wars Hotel und... ja, Community 2090 Celebration wird auch kommen. Ja, auch von Anaheim, beziehungsweise aus diesem neuen Resort. Die neue Sendung, also 2019, 2020 wird Star Wars komplett neu sein. Komplett neu und auch die Trilogie wird neu sein. Und wenn man sich so die Han Solo Clips anschaut, wie gesagt, die liegen alle hier bei YouTube vor, habe ich euch gezeigt, deswegen zeige ich es euch, dass das alles echt ist. Man kann hier natürlich viel, viel mehr machen und letztens habe ich also, wie gesagt, sehr viel mehr gemacht, dass ich manchmal so schnell atme oder so ist, dass hier sehr viel Licht, sehr wenig Sauerstoff und sehr viel Technik in diesem Raum ist, um so eine Sendung zu machen, wie zum Beispiel jetzt hier diese Community-Sendung Star Wars Community Wohnzimmer. Wir senden hier aus dem Wohnzimmer, ich zeichne auf im Wohnzimmer und philosophiere über Star Wars, weil mir Star Wars unheimlich gut gefällt. Auch das Neue. So, was ich nicht verstehe ist, wieso gibt es so viele, die hassen und so wenig, die mögen. Sagen wir einfach mal so, 2017 hat eine Spaltung in E8 gebracht. E7 war ja noch der Burner, der Knaller. Also doch, da war das nicht so, aber... bei Rogue One war doch okay, aber bei E8, da rasteten einige aus, die flippten regelrecht aus und da sah es natürlich sehr gruselig aus. Läuft noch? Nein, läuft nicht. Muss ich also den nächsten, es sind also ziemlich kurze hier, wenige Minuten nur. Keine Ahnung, was hier jetzt ist. An sich, wie gesagt, wollte ich euch da was Tolles zeigen. Jetzt zeige ich euch halt das da. Ich wollte auch nicht den da. Ist nicht so einfach, den richtigen jetzt hier zu finden, zumal ich nicht sehe. So, jetzt hat er sich mittlerweile dran gewöhnt. Jetzt kann ich also von hier aus starten, was gerade nicht so möglich war. Also das auch. Die Technik begeistert. Wir haben eine neue Technik. Wir arbeiten mit neuen Techniken, wir alle. Einige mehr, einige weniger. Einige kennen sich ja nur noch aus und so weiter. Und hier die neuen Figuren, die ihr jetzt hier seht, besonders hier bei Han Solo, macht ja auch Riesenspaß. Also, J.J. Abrams, Catherine Kennedy, alle, auch Jason, möchten eine riesengroße Vielfalt und verschiedene Sachen haben. Wisst ihr was? An sich brauchen wir gar keine Sendung mehr über Star Wars machen. Man kann sich jetzt echauffieren, indem man jetzt in die Hassecke geht mit den Leuten, die hassen, so richtig über Star Wars herziehen und fettig machen. Ihr merkt schon, ich gehöre jetzt mehr zu den Liebenden, ich mag Star Wars und bin immer versöhnlich mit dessen, was ich sehe, mit dessen, was ich höre, mit dessen, wo ich mit arbeiten kann. Wie gesagt, hier arbeite ich heute mal nicht mit Greenscreen und so weiter, sondern live, habe den Fernseher und versuche dort zu streamen. Und ich sehe auch, dass es funktioniert, weil hier friert das ein in dem Moment, das wisst ihr, eingefrorenes Bild, da sehe ich nichts mehr. Und einen zusätzlichen Rekorder bzw. Computer habe ich jetzt nicht bereitgestellt, um das zu kontrollieren, dessen, was ich von mir gebe. So, erstens, das eine Video, das ist von jemandem da irgendwie adaptiert worden, dann in ihre eine total falschen Abteilung, einer Horrorabteilung eines Horrormagazines hineininterpretiert. Und die haben natürlich, weil das ja Horrorfans sind, das Ding natürlich sofort auseinandergenommen. Unter uns, das hier
ist wie früher diese sogenannten B-Movies. Meiner einer ist ein Z-Promi. Der ist zwar bekannt, aber muss davon nicht leben, ist also kein A-B-Promi und muss auch nicht in die Öffentlichkeit. Bin also kein Star, werde auch kein Star und versuche halt Star Wars, ja 50, also 40 Jahre Star Wars, einem zu erklären, dass man Abschied nehmen muss. Wir müssen Abschied nehmen von Star Wars, so wie wir es kennen. Wir müssen Abschied nehmen von Han Solo, den alten, ne? Harrison Ford. Wir müssen Abschied nehmen von Luke Skywalker, Leia, die, ja alle. Darth Vader vielleicht auch, vielleicht kommt Darth Vader noch. Viele träumen davon, dass Darth Vader bei Han Solo nochmal auftaucht. Han Solo ist ja noch auch ein Imperialer, aber ist rausgeflogen und ist halt ein Gauner geworden. Und die klauen hier und sind Zug da. Oder wollen den Zug. Mal gucken, was ich jetzt hier reinpacken kann. Die anderen Sachen machen mir mehr Spaß, über Star Wars zu philosophieren, weil ich dann nicht so viel Technik hier hoch und runter fahren muss, sondern im Nachhinein. So, über Star Wars 8 haben wir sehr lange diskutiert. Also die Spaltung ist so gewaltig durch Star Wars 8, da will man gar nicht drauf eingehen. So gewaltig ist dort die Spaltung. Leider. So. Catherine Kennedy sagt, 50% der Frauen ist schon anwesend. Alles machen jetzt Frauen, überwiegend Frauen. In der Regie ist jetzt auch eine Frau. Und die stehen dazu, die wollen das so. Es soll auch so sein. Ich weiß nicht, welche Abhandlung da geschieht. Irgendwelche Abhandlungen laufen da. Wie gesagt, hier friert das Bild ein. Ich kann also nur steuern. Mir was Gutes aussuchen, um mit euch darüber zu sprechen. So, ich hau jetzt mal rein von 1977 bis 2022. Hier so ein Special-Video. Mal gucken, ob ich das rüber, schnellstens rüber bekomme. Müsste also schnellstens rüberkommen. Ja, yeah. Also von 1977 bis eine Unkenntlichkeit. Schade, dass es hier nicht läuft, dass ich nicht mit euch darüber reden kann. Also, jeder weiß Bescheid. Wer 20 Jahre alt war 1979, weiß heute als 60-Jähriger fast, also nächstes Jahr als 60-Jähriger, wenn E9 kommt, hat er seine volle Jahre mit Star Wars verbracht. Und wenn 2020 das ganz Neue kommt, für die Neue, für the New Generation, ich weiß nicht, wie man das abhandeln soll. Meiner einer gehört zu Oldest Republic, also Oldest Republic und Oldest Star Wars Imperial. Ja, Und laut J.J. Abrams und wie die alle heißen, machen die neue Filme für neue Leute. Jetzt kommt The Rebels. Ich habe mir so Rebels angesehen, auch die vierte Staffel bis zum Schluss. Ich weiß also Bescheid, wer überlebt hat und wer nicht. Und so, The Rebels bereite ich schon mal vor. Trailer Deutsch. Season. Ich habe mir heute die komplette Sache nochmal angeguckt. Streaming 2,99 €. Einheit ist also nicht so schlecht und ich gebe das mal alle ansehen, dann können wir darüber reden. Also wie gesagt, beim Stream, das kostet richtig Geld, 2,99 €, und da gehe ich jetzt mal rein, ich drücke drauf und lasse jetzt mal die Rebels hier abfahren. Ja, so, The Rebels hat ja auch eine Menge gehabt und auch eine Menge gezeigt, besonders alle. Also die Wölfe, ob sie die Wölfe irgendwann mal nachholen werden. Die Glasfüchse haben wir ja schon bei E8 gesehen. Aber in Rebels sind ja der Mythos mit den Jedis, die Verbundenheit des Wolfes, der Wolf und die Verbundenheit, Asher Bridges und so weiter. Ich sag jetzt nichts, also ach ihr mit eurem Spoiler, ich sage doch, sind alle verstorben. Also die Jedis sind verstorben, die beiden Jedis bei Rebels sind verstorben. Meiner einer als Captain Rex ist übrig geblieben, hätte ich jetzt umziehen müssen. Die Kluft habe ich aber noch nicht da. Deswegen sitze ich jetzt hier im Han Solo Kostüm sozusagen, Han Solo Hemd. Die laufen da alle so rum. Im Film. Wie gesagt, The Rebels war für 7-Jährige gedacht. Und wie ihr seht, schauen wir uns das sogar an. Und finden es sogar gut. Ich habe mit sehr vielen gesprochen. Das piept hier andauernd. Weil ich bin ja live geschaltet hier, aber im Moment habe ich alle Fragen beantwortet, die hier vorhin kamen. Ja, Wohnzimmer können wir machen.
Dafür ist extra ein Beamer angekauft worden von 4.500 Antilumen in 3D Full HD, weil 3D in 4K gibt es nicht, wird nicht gemacht, deswegen lohnt es sich nicht. Aber 4.500 Antilumen bei einem Beamer ist das schon eine Menge. Auflösung, Kinoqualität, alles in Ordnung. So, wenn ich das dann irgendwann einsetze für ein sogenanntes imaginären Wohnzimmer, wo wir uns dann treffen, keine Ahnung, wie viel da reinpassen, müssen wir schauen. Ja, dann können wir uns live darüber unterhalten und durch dieses Live-Unterhalten kann auch die Kamera scharf geschaltet werden und da könnte man auch eine Sendung rausmachen. Welche Sendung wir daraus machen, weiß man nicht. Das ist immer so eine Sache. Man will ja auch nicht profihaft wirken, auch wenn wir Profis sind und auch alles, wie gesagt, versuchen herzustellen. Aber es soll live sein, es soll echt sein, es soll wirklich von mir jetzt hier kommen, weil ich jetzt mit euch hier rede und nicht irgendein anderer. Und wie gesagt, ob der Fernseher da richtig gut rüberkommt in die Kamera, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist mal so spontan. Das ist Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer Star Wars Charakter. Man setzt sich hin, unterhält sich über Star Wars, mit Star Wars, mit Star Wars Freunden, für Star Wars Freunde. Aber unter uns, was soll man denn, bitteschön, was soll man denn da überhaupt noch reden über Star Wars? Außer, dass es jetzt eine Hassgruppe gibt und Lovers, zwiegespalten, auflösend, viele lösen ihre Figuren auf, die habe ich tagtäglich vor der Kasse stehen. Du kaufst du auch Figuren an, tue ich nicht, weil ich gar keine Abnehmer habe. Denn ich lebe, und das ist jetzt, deswegen mache ich diese Videos, damit ich überhaupt so noch ein bisschen, richtig, damit ich noch ein bisschen an Star Wars gebunden bin, weil meine Kunden keinen Star Wars mögen. Nö, ich habe ein paar Star Wars Kunden, die richtig einkaufen und jedes Gute mitnehmen oder jedes Gute, sogar so Cosplay-Sachen. Ich werde jetzt hier so einen Han Solo-Typen dahin bauen mit toller, ne, und alles toller Montur. Mal gucken, wenn ich mir da aussuche. Irgendeinen kann man ja immer jetzt zusammenbauen bei Han Solo. Die Kostüme explodieren ja auch. Man weiß ja schon gar nicht mehr, welches Kostüm man da ordern soll, in welchem Kostüm man auflaufen soll. Weil die alten Kostüme, die kennt jeder, hat jeder. Jeder will Darth Vader sein, Rey sein oder sonst was. Und meiner einer versucht immer was Neues zu sein. So, und da die Schalmei gerufen hat, ist jetzt schon wieder Schluss. Ich hoffe, war lang genug und ich hoffe, ihr seht da noch was. Ihr seid bei der Star Wars Community im Wohnzimmer. Jeden Sonntag, ich denke mir noch was aus, wird alles noch besser. Ist alles so, ne, ihr wisst schon. Es wird alles noch besser und dann auch gezielter gemacht werden, wenn ich überhaupt einen Weg gefunden habe, ob ich ein Hasser werde, also ein Outlawer, oder ein Lover, also der Star Wars liebt und darüber streichelnd erzählt. So, ich bin ja, wie gesagt, mit YouTube verbunden. Ich weiß ja durch YouTube, was da so abgeht. Ich weiß durch YouTube, wer da überhaupt Sachen macht und wie er es macht und warum er es macht. Und darum frage ich mich manchmal, warum soll ich denn das machen? Aber die Frage könnt ihr euch selber stellen. So, ich habe einen Schnitt gemacht, weil ich ja vorhin unterbrochen wurde. Da wurden auch wieder Fragen gestellt und ich kann euch nur empfehlen, da sind sie alle nochmal. Walt Disney ist nun mal der Herrscher hier und wenn man sich das alles so ansieht, 1977 hieß er noch, wie gesagt, Krieg der Sterne und es wurde daraus Star Wars, es wird jetzt Disney Star Wars, es ändert sich alles. Ihr könnt euch anschauen, wie ihr es wollt, womit ihr es wollt. Die Technik ist da, es macht Spaß. Wir können auch,
wie gesagt, live schalten. Also man kann eine Kamera anmachen und dann, aber das stört er. Star Wars sollte man in Ruhe genießen. Streaming kostet 13,99, 16,99 bei verschiedenen. Ihr könnt bei Amazon gucken und ihr könnt bei Skype, also die, die Sky haben und so weiter, die können das alles ordern. Bei Netflix gibt es leider kein Star Wars mehr, nur noch The Clone Wars. Ja, wie gesagt, mal schauen, da seht ihr, Boba Fett soll kommen, ja, Episode 9 soll kommen, Episode 8 haben wir jetzt durch, ja, und wir müssen mal drauf achten, ob das alles kommt. Aber Boba Fett soll kommen, wie gesagt, und Obi-Wan Kenobi soll kommen. So, und jetzt mache ich aber wirklich Ende. Der Schnitt hat gereicht. Das Konzept ist raus. Star Wars Community Wohnzimmer. Und ich weiß, unter uns über Star Wars reden, Star Wars hassen, Star Wars lieben. Star Wars ist eine Produktion für uns. Wir müssen kaufen. Wir kriegen nichts geschenkt. Wir müssen alles kaufen. Ob Heft, Comic, T-Shirt, so ein Hemd hier, wir kriegen nichts geschenkt, wir müssen es kaufen und alles müssen wir kaufen. Ob das Rebels ist, ob das die Chronologie ist, ob das eine DVD ist, eine Tasse ist, ein Kugelschreiber, egal was. Star Wars ist und Star Wars bleibt Commerz. Kommerz bis zum Abwinken. Disney unterstützt nichts. Disney, wenn ihr perfekte Sendungen seht, perfekte Sendungen, nicht so was, wie was ich jetzt hier mache, die sind alle, wie gesagt, gesponsert, die sind in einem Studio und da sitzen ganz viele, machen auch ganz viele und wie gesagt, es geht um Geld verdienen. Meiner einer möchte Spaß haben, deswegen solche Videoclips, die dann auch wirklich so gehandhabt werden, ohne Skript, ja, ohne dass ich auf irgendwas eingehe. Wie gesagt, ihr seht, dass ich wirklich 100% begeistert bin von Star Wars, mir wirklich alles ansehe, ich habe ja auch alles da, ich habe ja sogar die Zeichentrickfilme von Krieg der Sterne da, beziehungsweise Klonkriege, das waren richtige Zeichentrickfilme mit robusten Leuten, ich habe auch die Figuren noch aus diesen Zeichentrickfilmen an der Wand hängen und wie gesagt, jetzt die Clone Wars digitalisiert, digital erbracht, The Rebels digital erbracht als vollkommene Serie. Ich freue mich händeringend, warte ich auf Staffel 4 zum Kaufen, weil ich musste mir leider das amerikanische Programm anschauen. Ich musste mir also alle Folgen in Englisch in amerikanischer Weise anschauen. Und deswegen weiß ich, dass Bridget nicht mehr lebt und wie gesagt, Ken auch nicht mehr lebt. Ja, der heißt ja an sich Doom, deswegen die Wölfe, die sagen Doom. Das ist ein richtiger Name, dann macht er sich die Haare ab und verliebt sich da auch und dann darf sie den Ghost alleine fahren. Ich versuche jetzt nicht alles rauszuhauen. Ja, Star Wars Rebels, Senator Mon, Staffel 3, Staffel 1, Staffel 2 und vor allen Dingen Staffel 4. So, und meine Lieblingssendung ist und bleibt, die versuche ich euch jetzt auch nochmal eben hier zu zeigen, das ist The Star Wars Show. Mal gucken, ob ich sie reinkriege hier. Ja, da ist sie. So, die. Problem an der ganzen Geschichte ist ja hier, die haben auch alles erklärt. So, Star Wars Show. Mal eben gucken, ob ich den. Ich muss immer auf den Point warten, damit ich es übermitteln kann. Noch seht ihr The Rebels. Ich versuche den dann. Ja, müsste klappen. Wird jetzt gerade übermittelt. Unser Solo Talk with Castanian. Customs. Ja, die hier. So, bin leider irgendwo mittendrin reingeplatzt. Also nicht. Yeah, that's on the Star Wars Show. Yeah, welcome to the Star Wars Show. Yeah, welcome to the United States of America. Ja, so sieht's aus. Hier in Deutschland gibt's sowas nicht. Deswegen versuche ich das ja. Ich versuche euch ja zu animieren, dass ihr auch mal so eine Sendung macht. Ja, dass ihr mal so eine Sendung macht. So eine Star Wars Sendung. Ja, dass ihr wirklich mal über das spricht und nicht versucht, jemandem was zu verkaufen. Ihr macht sehr viel Theorie. Ihr denkt euch irgendwas aus an Theorie. Snoke und so, wo der herkommt und so. Snoke hat in Wirklichkeit gar keine Bedeutung. Warum auch immer. So, und wenn ihr solche Sendungen seht, wie die beiden hier, ne? So, über Han Solo, TV-Spots,
sich darüber unterhalten. Sowas gibt es hier in Deutschland nicht. Und deswegen wollte ich das ja. Ich wollte was Deutsches machen. Ich wollte sowas Ähnliches machen. Eine Star Wars Show Deutsch. Damit wir uns über sowas unterhalten können. Worum geht es? Ist es okay? Seht ihr, da sind die Dinger da. Ne? Ich habe das Gelbe noch nicht gekriegt. Mit Gelb, da habe ich es nicht so. Jedenfalls gibt es das nicht. Ich freue mich schon also Fourth with You am 4. Mai. Sollte an sich ein Staatsfeiertag werden, aber hat man leider auch noch nicht dahin bekommen. Also ich sehe ja gerade How the Killers of Star Wars Killed Star Wars Destroys. Ich habe heute auch so eine lange Geschichte da hängen gehabt, warum auch immer, war sehr lange, dass da, das habe ich aber auch übermittelt, steht bei The Community Wohnzimmer, da steht, dass die Frauen alles zerstören, dass die Macht der Frauen, keine Ahnung, irgendeiner hat da, da stehen lassen. Und auch bei YouTube, der war überall, war das von Mark Will, keine Ahnung, wer Mark Will war oder ist. Jedenfalls die Amerikaner boykottieren jetzt ein bisschen Star Wars, die haten Star Wars, die greifen regelrecht Star Wars an. Da hilft auch solch eine tolle Sendung hier nicht. Ja? Was immer die da, seht ihr, das ist eine Star Wars Story, das ist eine Star Wars Show. Die laden sogar die Leute ein, um sich da hinzusetzen, um sich das anzugucken, mit den Leuten darüber zu sprechen. Gibt's hier in Deutschland nicht. Keine Chance. Keine Chance. Man kriegt die Leute hier nicht ins Kino, Alemann, ja. Keine Chance, mit denen da zu reden, Leute einzuladen. Es geht nur um Kaufen. Also eine Convention oder Community, kaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Was anderes gibt es nicht. Aber sowas hier, sich zusammenzusetzen, Spaß zu haben, das gibt es leider nicht. Das ist schade. Ich meine, die Porks musste man jetzt auch nicht gerade sehen, ne? Aber ist halt so. Und wir können uns, wie gesagt, auch darüber unterhalten. Warum denn nicht? Die unterhalten sich ja auch und stellen Fragen. Das machen wir hier in Deutsch nicht. Ja, wie ist alles hergestellt worden? Wie haben die das gemacht, synchronisiert? Wie geht es? Wie man, ja, das macht Spaß. Man sitzt in einem Kino mit allen und dann debakelt man da, unterhält sich da. Man sieht, man kann einblenden, so wie hier. Die Technik ist ja da. So, und da diese Videos hier nicht so wichtig sind, nur für die Hasser. Für die Hasser ist das wichtig, dass die mich jetzt wieder auseinandernehmen können. Deswegen mache ich das ja auch, damit ihr mich auseinandernehmen könnt. Dann, damit ihr überhaupt was zu tun habt. Zwischen 14 und 34, die den Plan nicht gehört haben. Wie wir 14, 34 waren, hatten wir schon Firmen. Also ich habe eine Firma gegründet und habe nicht vor so einem Kasten gesessen und dummes Zeug gemacht. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt habe ich die Zeit und jetzt darf ich das. Jetzt darf ich das. Jetzt darf ich Blödsinn machen. Versteht ihr? Ich habe nämlich 40 Jahre Star Wars, ich habe 50 Jahre Berufserfahrung und gehöre fast zu den 60-Jährigen. Das ist bald alles rundum. Im Jahre 2019 verabschiede ich mich sozusagen von Star Wars Old Generation und werde im Jahre 2020 als New Old Man, ja, als Old Man das Neue sehen. Egal, was die sich da ausgedacht haben, was Johnson sich ausgedacht hat oder was weiß ich auch immer. Ich finde es toll, wenn die sich so unterhalten. Ja? Oder wenn Fragen gestellt, okay, das ist die Show. Ja? Also die Qualität, will ich hoffen, kommt gut rüber. Wie gesagt, das ist Streaming, manchmal klappt es leider nicht, kommt immer darauf an, wen ich da gerade habe, mit denen ich streamen kann. Und bevor ich jetzt abhaue, haue ich da jetzt nochmal ein Han Solo rein und dann bin ich aber weg. Ich weiß schon gar nicht, wie lange ich jetzt hier wieder gearbeitet habe an diesem guten Stück. So. So, Han Solo packe ich jetzt hier mal rein, drücke ich drauf, müsste wechseln. Ja, wechselt. So, jetzt können wir noch mal kurz Han Solo anschauen, einen tollen Trailer. Ihr seid immer noch bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Und das ist die Spontanität, das ist jetzt nicht echt live, also ist zwar live jetzt, aber... Ne? Also schon alleine die Dramaturgie, es macht schon Spaß zu sehen. Das ist eine Frau zum Beispiel, auf diese Figur habe ich gewartet, ist nicht geliefert worden, sollte am 20.04. geliefert werden, taten die aber nicht. So, wie ihr seht, tragen die alle so merkwürdige Hemden mittlerweile. Ich habe halt das hier mir genommen. Ich hätte auch Chewbacca kaufen können oder Chewbacca hier sitzen, aber hättet ihr mich ja nicht verstanden. Der schreit ja nur. So, sie macht eine gute Nummer. Sieht gut aus. Wie gesagt, er hier als Verbrecher und da waren auch die sogenannten Sachen da. Ja. Das wirft. So, man sollte nicht gucken und reden und machen und tun. Aber wie gesagt, die Vielfältigkeit bei Star Wars macht so viel Spaß. Ich hoffe, ich habe euch so viel Spaß rübergebracht, damit auch ihr
hottet seid, also angefixt seid, Star Wars zu sehen, dass ihr Lust habt, in den Film reinzugehen, dass ihr Lust habt, Han Solo zu sehen, dass ihr Lust habt, zu reden und aufhört zu hassen. Vielleicht kann man den Hasser jetzt so langsam rüberholen zur Normalität. Immer forget it, Old Republic, forget it, forget it, forget it. Es gibt drei Sachen. Einmal Old Republic, ist klar. Dann gibt es die Buch und Comics. Und einmal gibt es Hollywood. Und meiner einer ist Hollywood. Meiner einer kennt nur sowas hier und ist mit sowas hier unterwegs und findet das halt gut und hatte mit Comics und Bücher und sowas nichts mehr zu tun. Mit den Figuren habe ich leicht angefangen wegen dem Shop, ist klar, damit die Fans da was kaufen können oder sich irgendwie für jeden mal, also viel, ich habe sehr viele, die davon überhaupt keinen Plan haben, aber einen Sohn oder eine Tochter oder irgendjemanden haben, der eine Figur hat, weil den kaufe ich jetzt eine Figur. Du, Klaus, schau mal, hört mir mal mit, da freut sich der Hermann, so ungefähr sieht das aus. So, das war und das ist. Da ist Han Solo in Bestqualität, er ist Pilot, er ist Fahrer, er war auch bei den Imperialen, aber ist durchgefallen und dadurch wurde er ein Outlaw. Aber als Outlaw, als ziemlich pfiffiger Outlaw, mögen wir ihn, ja. Und ja, vielleicht kann ich die Hasser jetzt, wie gesagt, rüberholen oder ihr hasst noch mehr, mir egal. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt vor der Kamera zu sitzen und zu schwitzen, um daraus für euch einen Videoclip zu machen. Überschrift Star Wars, das neue Sci-Fi Fantasy Star Wars Universum. Das wollte ich euch nämlich auch gezeigt haben. J.J. Abrams spricht so, Kathleen Kennedy spricht so. Ihr könnt selber bei YouTube reingehen, gebt J.J. Abrams ein, gebt Kathleen Kennedy ein und dann seht ihr und ihr hört doch alles. Sie sagen es doch live vor laufender Kamera. Hey Leute, es ändert sich, es ist vorbei. Ja? George Lucas died. Wie sie es meint, ist mir auch egal. Aber die weißen Männer am Set sind vorbei. Ja? Ende aus. Und ist auch nicht kritisch gemeint, dass nur Frauen das alles machen. Also in fraulicher Hand, sagen wir mal so. Ja? Aber noch sind hier Männer am Werke. Han Solo wird der Mann sein, der vielleicht, keine Ahnung, wen er davor hatte. Vielleicht war er ja auch schon vorher verheiratet, man weiß es nur nicht. Ich kann mich nur an Hollywood, ich kenne also nur das. Ich habe keine Bücher gelesen, ich habe auch keine Comics gelesen. Ich kenne nur Rebels, ich kenne nur die Originalfilme und das war's. So, jetzt bin ich auch wirklich weg. Wenn dieser Schnitt kommt, dann bin ich weg. Ihr habt genug gesehen, ihr könnt bei YouTube gucken, ihr könnt bei Google googeln, ihr könnt bei Facebook Facebooken, ihr könnt bei WhatsAppen appen. Meiner einer ist nicht so wichtig, aber meiner einer hat viel Spaß und das ist wichtig. Ich hoffe, ich habe diesen Spaß mit rübergebracht. Und ihr habt Spaß gehabt, auch an Star Wars, wie gesagt, Star Wars, The Fantasy Universe ganz neu durch J.J. Abrams und wie sie alle heißen. Denkt dran, Game of Thrones sind über 16 Regisseure. Game of Thrones haben fast 16 Regisseure. Und so ungefähr wollen die das hier bei Star Wars auch machen, dass da ein Regisseur nach dem anderen aufläuft und wie gesagt, einen Star Wars Film macht. Also macht's gut, Leute, macht's besser. Wir erleben uns.